Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neulichimgarten.de/blog. Ich glaube, es ist an der Zeit, mal sich um die Kartoffeln zu kümmern. Ich habe gerade mit der Nachbarin gesprochen, die meinte, die sind ja alle Krautfäule krank. Und wenn ich die stehen lasse, dann würde die Krautfäule in die Kartoffeln reinziehen. Und jetzt kriege ich natürlich ein bisschen Panik. Ich habe das gewusst, aber ich habe nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und ich glaube, ich mache mal lieber einen Teil der Kartoffeln einfach aus. Ich guck mal nach, was da ist. Ich habe mir schon in weiser Voraussicht meine Karre mitgebracht, damit ich die Unmengen an Kartoffeln auch wegtransportieren kann. Die standen ja hier alle unter dem Stroh. Ups, machen wir gleich. Die standen alle unter dem Stroh, rundrum, um die Getreide. Auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel nochmal. Da sind Stellen dabei, die sind total kaputt, wieder hinten, jetzt schon. Hier vorne sieht auch nicht so besonders gut aus. Ich reiß die jetzt einfach mal aus und da gucken wir mal nach. Das hat irgendwie Ähnlichkeit mit Goldsuchen hier. Kartoffel schnappen. Mal gucken. So, mal gucken. Kartoffel schnappen. Dran ziehen. So, das sieht nicht nach viel aus. Abwarten. Schöne Kartoffeln. Gut, mal die nächste. Da ist auch noch eine. Oh, hier haben wir einen übersehen, du. Das Laub kommt weg. Wird verbrannt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kartoffeln. Und manchmal, wenn ich hier noch ein bisschen buddel, finden wir noch ein paar dazu. Also dafür, dass ich hier keinerlei Arbeit mit der Kartoffel hatte. Rein drauf auf die Erde, Stroh drüber, das war es. Denke ich mal, kann sich das sehen lassen. Ich mache die paar Meter noch zu Ende. Und dann gucken wir uns mal an, wie viel zusammengekommen ist. Ich habe mal ein Stückchen von dem Stroh weggeräumt, um mal zu sehen, wie so die Kartoffeln einfach darunter liegen. Ich finde das nämlich lustig. So. Das Stroh ist weg. Die Kartoffeln liegen einfach oben drauf. Also es ist äußerst selten, dass ich mal eine aus der Erde holen muss. Und jetzt sind noch ganz ordentliche Exemplare dabei. Ich glaube, ich muss dann aufhören hier. Es fängt an zu nieseln. Aber gucken wir uns mal an, was ich geschafft habe und was das gebracht hat. Also, die Kartoffeln, die ich heute ausgemacht habe, also jetzt bei dieser Aktion, waren von hier bis ungefähr da. Das sind 8 Meter. Die waren ziemlich dicht. Das gebe ich zu. Und das ist die Ausbeute. Das sind schon ein paar. Aber nicht alles, was die Sonne scheint, ist auch warm. Weil es sind Unmengen von Kartoffeln. Die haben Löcher. Da, bis tief rein. Also es ist kaum eine Kartoffel, die nicht irgendein Loch hat. Da. Da sitzen die Schnecken noch drin. Kleine. Da sind manche dabei hier, die sind quasi hohl. Die hebt man hoch, denkt sich auch, man hat eine schön große gefunden. Da. Der einzige Schädling, der mir dafür in Betracht kommt, sind Schnecken. Ich kann mir nicht helfen, aber ist die einzige Variante, die ich mir ausdenken kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, schneid sie weg. Aber die Frage ist, ob die haltbar sind, ob die lagerfähig sind. Ich meine, die haben ja nur Verletzungen. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass die allzu groß lagerfähig sind. Der Beweis für die Schnecken habe ich hier. Da. Da.
die steckt da komplett drin, mit dem Kopf. Die geht auch nicht so raus. So, erster Teil der Kartoffelernte. Aber es kommen ja noch jede Menge. Also hier kommen nochmal 10 Meter, wo der Roggen draufgefallen ist. Da habe ich nicht viel Hoffnung. Hier hinten, unterschiedlich. Da hinten sind welche, die sind total schon kaputt. Und dann sind welche, die halten sich recht gut. Aber ich habe vergessen, welche Sorten dahinter stecken. Und hier bin ich ja mal gespannt. Hier haben die ja wirklich nur auf dem Rasen gelegen. Wo haben wir denn eine, die schon ziemlich kaputt ist? Übrigens, da sind sie wieder. Haufenweise. Also die ganze Aktion mit dem Schneckensammeln war auch nicht so, wie ich mir gedacht habe. So, wo haben wir denn eine, wo ich nachgucken kann? Da sind auch ein paar dran. Auf dem Rasen. Gut, aber dem widmen wir uns einen anderen Tag. Und hier ist ja noch ein ganzer Streifen, der auch noch weg muss. In Kürze. Aber ich glaube, ich muss erstmal rein, damit die Kartoffeln nicht nass werden. Und dann gucken wir mal. Soweit auf jeden Fall der erste Bericht von der Kartoffelernte. Ich mache nochmal weiter, wenn ich hier weiterkomme. Ich hoffe nur, dass irgendwann mal jetzt wieder schön wird. Jetzt könnte es mal richtig schön werden, die Sonne kommen. Aber ich habe eben nochmal im Internet nachgesehen, da ist keine Sonne angekündigt. Es bleibt regnerisch. Ich müsste den Roggen ernten, die Kartoffeln ernten. Es ist wettertechnisch nicht das beste Jahr gewesen. Okay, wer mehr wissen will, neulich im garten.de/blog oder YouTube-Kanal RR Hase. Lauter solche schrägen Sachen. Bis dann.